Hä? Boah, Drogen oder was? Hä? Ist der langsamer geworden? Ich fahre jetzt Motorrad. Ja. Oh, ist ja normal. Was war das denn? Tommy, it's me, Colonel Cortez. Look, Senor, I believe you are a man who can get things done. Jo. Please help me. You can find me at the boat, huh? Was? A, B, C, nee, das B fehlt. A, C, D, A, C, D, C. Wir haben A, C, D, C jetzt hier. Ach nee, komm, auf den Dias habe ich gerade keinen Bock mehr, ey. Der ist mir zu doof. Ach, das ist der... Ah nee, Auto ist nicht da. Okay, Dias, dann bin ich mal wieder auf deiner Seite. Und der Colo, ist das Colo? Ach, das ist der Colonel wieder von der Yacht, ne? Das schnellste Boot. Doing. That's so pleased with yourselves now, huh? Whoa, watch where you're waving that thing. No more pigeon shit on my car, eh, Tommy? Guess not. You're damn right. Now listen, you know who owns the fastest boat on the East Coast? Not offhand, no. Me! And I want it to stay that way. Every smuggler from here to Caracas has one dream, a faster boat. Rumor has it the boatyard had just completed such a vessel for some Costa Rican dickhead. And Tommy, I want that boat. Ah, I thought I got you! Where'd you come from? Pinhead! I think your pigeons are back. Alter, begib dich zur Bootswerft an den Docks und klau das schnellste Boot. Wer will denn noch alles haben? Ey, der ist doch so klein, der kann am Auto noch nicht mal über den Tacho kicken, ey. Das ist. Es gibt Leute, die regen mich auf. Naja, solche Persönlichkeiten muss es in solchen Spielen geben, sonst wären die nicht toll. Und genau das finde ich an GTA so geil, dass es so verschiedenste, wirklich unterschiedlichste Persönlichkeiten gibt, wie es anders gar nicht sein kann. Das liebe ich an GTA einfach. Und natürlich ist Open World, das Ganze hier, das ist GTA, ist einfach eines der geilsten Spieleserien, die es je gab und auch noch weiterhin geben wird, hoffentlich. So, wir werden uns jetzt erstmal hier Brems... ich wollte meinen Lenk nicht einsagen, aber hat er gemacht, aber Gott sei Dank später. Was müssen wir eigentlich jetzt nochmal machen? Ach, das schnellste Boot klauen. Entschuldige. Ja, es war klar, komm, ich nehme Auto, damit bin ich, glaube ich, besser dran. Ach, guck mal. Hier fährt gerade ein... Auto. Ein Stinger. Ein Stinker fährt hier gerade rum. I won't have the smallest the speedest. Ne, the fastest boat heißt das, ne? Speedest gibt's hier gar nicht. Ich möchte gerne das schnellste Boot. Wer hat an der Uhr gedrückt? Hä? Wo ist denn der scheiß Punkt? Ach so, ach, die andere Insel ist frei. Ach, geil, alles freigeschaltet, Mann, das ging ja fix. Oh. I wanna rock, yeah, was geht? Ich bin auch so ein glaubwürdiger Rocker, das ist genau meine Musikrichtung. Yeah, willkommen in, wie heißt, huch. Wie heißt der Ort hier? Vice Point. Ne, das ist falsch. Keine Ahnung, steht hier nicht. Super, danke. Alter! Warte mal, hier gab es so eine mega geile Schiff. Boah, meine Lieblingsperspektive. Mit der fahre ich manchmal echt hier rum. Und ja, die genau die meine ich. Die ist so geil, die Perspektive. Ich liebe die einfach. Ich weiß nicht warum. Nicht geeignet für irgendwelche Missionen, weil man schnell den Überblick verlieren kann und auch schnell crashen kann. Aber so zum Just for Fun fahren macht es echt mal Bock. Weil auch die Autos dann einfach verschwinden, also der Verkehr. Ja, Entschuldigung, es macht gerade einfach zu viel Spaß. Ach Scheiße, ich muss hier, wenn wir gleich flüchten, muss ich die wieder umstellen, sonst haben wir gleich ein Problem. So, wir müssen hier irgendwie hin. Ach, kann man auch kaufen? Oh, hallo Freunde. Oh, hallo Freunde. Was passiert, wenn ich jetzt hier reingehe? Ich bin mir gerade unsicher. Ich hab Angst. Nein, bitte! Schnauze! Ich habe auch gerade die beste Waffe dafür, glaube ich. Ich komme ja
Alter! Was? Ich hab doch Ich hab keine Munition mehr. Ja, das heißt, wir haben wieder extrem viele Waffen. Verdammt. Mist. Ja, das bringt mir jetzt auch nichts. Ich könnte jetzt damit direkt zum Punkt fahren, aber ich brauche mal Waffen. Ich will aber jetzt auch nicht neu laden. Ich mag sowas nicht. Ja, komm. Ich klaue mir mal hier so einen Mustang, so einen alten. Und dann gucke ich mal, dass es hier irgendwo eine Ammunition gibt. Und ich meine, ich bin mir auch ganz sicher, wo... Oh, was ist das denn hier? Wo und zwar... Wenn man jetzt... Ach, die wird ja sowieso angezeigt. Ja, dann brauche ich ja... Oh. Hier gibt es gar keine. Hier gibt es nur eine und die ist da oben. Ist ja doof jetzt. Hm, ist ja doof. Ja gut, dann... Freunde, dann fahren wir halt mal die Insel komplett hoch. Und zwar in meine Lieblingsperspektive. Und haben ein bisschen Spaß. Yay! Ach, ich liebe es einfach so zu fahren. Ich weiß nicht warum. Und die geilste Mission, die ich hier immer fand, also was heißt die geilste, ironisch gemeint, war die Taxi-Mission. Die habe ich eigentlich immer auf dieser Insel hier absolviert. Du fährst eigentlich praktisch immer nur von vorne nach hinten. Vorne nach hinten. Und das 50 Mal, glaube ich. Oder waren das 100 Mal hier sogar? Oh, wir werden langsamer, weil ich mich gerade gekratzt oder gejuckt habe. So, und hier gab es doch irgendwo so eine fette Rampe. Ich weiß aber nicht, ob die mit dem Auto befahrbar war. Ich probiere es einfach mal. Wir wollen ja Spaß haben, ne? Da. Ja, da ist so breit genug. So breit, wie ich manchmal bin. Oh. 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 Ja, das war super. Direkt vorm Laden. Praktisch. Och, geil. Ist das nicht... Willst du mich jetzt verarschen? Ich kann eine Weste kaufen, aber keine Waffe oder was? Was ist das denn? Alter, ich kann mir also nichts. Oh, ich bleib mal hier drin, Freunde. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich klau mir mal einen Wagen direkt vor den Bullen. Vor der Putzelei und. Ach, die Feuerwehr ist auch schon da. Ah, nee, der Krankenwagen ist das. Ja, wie kriegen wir denn jetzt... Scheiß, wir müssen zurück auf unsere Insel. Weil im Versteck habe ich keine Waffen. Bin ich mir relativ sicher. Nee, wie denn auch? Was denn auch? Ja, Ast rein. Komm, wir fahren dann einfach mal die komplette Insel wieder zurück. Dann über die andere Insel. Also über die... Ja, Insel, wo der Dias seine Hütte drauf hat. Glaube ich, Dias war das doch, ne? Und dann nehmen wir halt die Ammunition auf der anderen Seite. Verdammt. Warum gibt es ja keine Waffen, ihr Penner? Ist euer Lieferant noch gestorben oder was ist los? Hat er seine Tage gekriegt? Oder hat er sich einfach zur Frau operieren lassen und hat jetzt keine Ahnung mehr von Waffen, ey? Ich weiß, meine Witze waren auch schon mal besser, gebe ich ja zu. Ach, das war die falsche. Nehmen wir doch die richtige Insel. Ja, komm, weg mit dir. Oh, hast du ein Glück gehabt. Halt die Fresse, sonst komme ich zurück und schlag dir selbig ein. Ach, mucha, mucha, grazia. Huch. Oh. Ah, fuck. Tut mir leid, du lebst ja noch. Krankenhausrechnung zahle ich trotzdem nicht. Habe ich kein Geld für. Ich habe nur 7000. La 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 la. Samba de Janeiro. Ich versuche gerade mal ein bisschen selber Musik zu machen. Ich glaube, das ist grässlich. Und da fällt mir gerade wieder Dragostea Dentei ein. Kennt ihr den noch? Dragostea Dentei, mi ha, mi hey, ne, 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 ne. Ich weiß den Text nicht, weil ich kein Spanisch kann. Und wir haben es auch fast geschafft. Und wir müssen dann wieder zurück. Ich kotze gleich. Yeah, fetter Burnout. Oh, fetter Sprung. Ach halt, ich muss da hier rein. Ich finde es übrigens toll, dass diese Läden hier rund um die Uhr offen haben. So, ich will keine Pistole. Ich will eine Kaktole. Ich will auch kein MacBook. Boah, eine Schrotflinte. Boah, die Krüger kann man sich auch kaufen.
Komm, ich hol. Ich will hier das scheiß Ding haben. So. Nee, ich bin Geizhals. Ich will eine Schrotflinte eigentlich. Aber die, da kann man nicht so weit mit zielen, ne? Ach, Munition reicht. Alles klar. Ich möchte nämlich nicht viel Geld ausgeben. Ich habe noch so andere Pläne. Ich möchte ja, wie gesagt, ins Immobiliengeschäft einpendeln. Und da braucht man doch ein wenig mehr Startkapital. Und das ist doch nicht mal ironisch gemeint in diesem Spiel. Hier kann man ja wirklich ins Immobiliengeschäft eintreten. Ach ja, das ist so schön. Wie auch in San Andreas ging das, glaube ich, gar nicht mehr. Da konnte man sich zwar die Immobilien alle kaufen, aber davon ging dann keine Mission mehr ab. So rum war das nämlich. Und hier geht das ja noch richtig. Und in GTA 4 konnte man sich, glaube ich, gar nichts mehr kaufen. Die hat man dann irgendwann einfach gekriegt. Bin mir da gerade unschlüssig. Wird Zeit, dass ich GTA 4 nochmal spiele. Das gefühlte 100. Mal dann. Wobei, das hier ist auch gerade das gefühlte 100. Mal, dass ich GTA Vice City spiele. Aber es macht einfach so Spaß. Yeah! Wow, 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 wow. Hey, look at that. I'm so good. Huch, da war ein Baumstamm im Weg. Komm, wir machen mal einen ganz gepflegten Eintritt. Oh. So viel mal zum Thema gepflegten... Oh, fuck. Sieht auch lustig aus. Das schnellste Boot, Teil 2. Ja, komm, das müssen wir jetzt nicht nochmal hören. Der kleine Fettsack da. Oh, der Lambo ist wieder da. Emotion 98.3. Mir kratzt die Nase heute so. Mir juckt die Nase heute so. Das ist ekelhaft. Es kann auch sein, dass ich dann Sonnenbrand drauf habe. Weißt du, bist du mal 2 Sekunden in der Sonne als Gamer und schon brennt dir die Haut voll weg. Ist schlimm. Überall Käse weiß, weißt du, und dann einmal kurz in die Sonne und direkt alles voll verbrannt. Wollte gar nicht wissen, wie es aussieht, wenn ich in der Sonne einschlafe, ey. Dann bin ich schwarz. Dann könnte ich praktisch als Afrikaner durchgehen. So, wir sind aber da. Und diesmal mache ich es anders. Ihr könnt mich nämlich jetzt mal alle ganz gepflegt sonst wo, ne? So, hau, ach du heilige Scheiße. Ey, was willst du, du kleiner Sack? Stirb! Hier kommt hoffentlich keiner mehr, sonst habe ich ein Problem. So, der ist auch down, ich gehe mal hier rum. Hehe, ich bin ja nicht doof. Hallo, hallo? Ach, guck mal einer an, da kommt er schon angescheißert. Stirb! Und dann mein zweiter Fahndungsstern. Ja. Sind. Ach du Scheiße, da kommt ja noch einer. Vielleicht noch einer. Suche den Schalter, um das Boot abzusenken. Squallo 2. Was für ein Schalter, Alter. Wo ist denn hier ein Schalter? Hier soll. Da oben ist das Ding, ne? Dieses Trafo-Gebäude da. Toll, da kommt man aber nicht hin. Ach, da in der Werft drin. Doof. Ey, bist du doof, ey. Huch, ich dachte. Alter. Ey, chillt mal. Ey, chillt mal. Ey, voll chillt mal. Ey, ich hab Anwalt, ja. Ach, hier ist er. Okay, hier ist auch die rosa Markierung. Macht Sinn dann, ne? Platsch. Oh, untergegangen. Ja, scheiße. Jetzt steig in das Boot. Oh ja. Alter. Komm hier, Leer. Ja, Ossis. Hab ich den jetzt? Ich hab alle. So, jetzt aber hier Ruhe im Karton. Ich bin nämlich dann mal weg. Yeah. Bring das Boot zur Villa. Ha, ihr, oh, Polizei, ich leg mich mit dem mal besser nicht an. Schubidubidu. Alter, ich hab Angst, die schießen auf mich, warum? Ich hab nichts getan. So, hier, Dias, jetzt hast du dein Kackboot. Ui, 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 ja, so ist auch gut. Hm.
4000 Kröten, ja geile Scheiße, wir werden echt mal reich, ich sag's euch. Ich sag es euch. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? In welchem? Hier laufen Polizei rum? Was ist das denn? Dias? Du Drogenkoks? Ach oh, scheiße, bin ich falsch. Hä? Schnauze! Get to the payphone next to the mall in Washington. Was? Ach so, ach, das waren diese komischen Telefonansagen. Die immer spät abends auf DSF oder so kommen. Nee, was erzähle ich denn da? So, Dias, hast immer die Schnauze noch nicht voll gemacht. Hast du schon ein Boot? Jetzt, was willst du noch haben? Willst du noch ein schönes Steak haben, damit du noch fetter wirst? Um 4:30 Uhr. Bist bestimmt noch wach, Dias.